der Sylter Inselort Keitum. Einzigartig und sehr vorteilhaft am Wattenmeer gelegen, fasziniert durch seine Vielzahl an utlandfriesischen Häusern und der stimmungsvollen Umgebung. Der Bildhauer und Schriftsteller Boy Lornsen, der am 7. August 1922 in Keitum zur Welt kam und aus einer bedeutenden Kapitänsfamilie stammte, nahm mit seinem Werk Einfluss auf die Weltliteratur. Die Seefahrt zählte zu seiner Leidenschaft in der Freizeit. Seit 1967 verfolgte Lornsen erfolgreich den Beruf des Schriftstellers und veröffentlichte so über 30 Kinderbücher, Romane und Lyrik. Nies Puck, Abakus an Minimax, Willi Witt, Jakobus Nimmersatt oder Pfoten weg vom Donnerwald, der Brandstifter von Tarrafal sowie Robby, Tobby und das Flievertüt sind nur wenige Titel der bedeutenden Bibliografie Lornsens. In Keitum steht unverkennbar sein Eltern- und Wohnhaus, Hüs Kriegenskitt. Dort leben die Witwe Margot und sein Sohn Dirk Lornsen. Dirk Lornsen erinnert sich an die Entstehung des Kinderbuches Robby, Tobby und das Flievertüt vor über 50 Jahren. Wir Kinder spielten im Zimmer nebenan und bauten aus Möbeln ein Fluggerät. Wie wir es nennen wollten, da waren wir uns uneinig. Mein Bruder war 5 Jahre älter. Mein Vater nickte im Sessel ein und ließ uns weiter spielen. Wir wurden immer lauter, denn unser Fluggerät hatte einen Namen bekommen. Flievertüt. Mein Vater wachte auf, sah zu uns herüber. Wie, was? Flievertüt? Und ich musste den Regenschirm schwenken, denn das war die Flugschraube des Flievertüts. In den nächsten Monaten schrieb mein Vater ein Buch und er baute unser Flievertüt. Das Sylt-Museum in Keitum gedenkt mit einem Jubiläumsjahr dem Schriftsteller Boy Lornsen zu seinem 100. Geburtstag. Bis zum 8. Januar 2023 ist die Ausstellung Robby, Tobby und das Flievertüt zu sehen. Das Buch, das sofort zu einem Erfolg wurde und mit dafür sorgte, dass Boy Lornsen zu den bedeutendsten Kinderbuchautoren zählt, ist nicht nur für Kinder hochspannend. Die Literaturwissenschaft beschäftigte sich mit dem Werk, eine Blindenschriftausgabe existiert sowie die Übersetzung in das Spanische und eine zeitgenössische WDR-Hörbuchversion. Lornsen erhielt für sein schriftstellerisches Werk gemeinsam mit Christine Nöstlinger 1972 den Friedrich-Bürtiger-Preis verliehen. Kindheitserinnerungen werden wach. 1972 wird Robby, Tobby und das Flievertüt in einer 4-teiligen Serie ausgestrahlt. Armin Maywald schrieb 1968 für den WDR das Drehbuch und realisierte den Film. Das wie ein Hubschrauber fliegen kann, wie eine Ente auf dem Wasser schwimmt und fährt wie ein Auto, Autos Huben bzw. Tüten, nennt sich das von Tobby erfundene Gefähr Flievertüt. Der WDR ließ von Professor Rosa neben den vielen Puppen das Gefährt mit zahlreichen technischen Finessen bauen. Blinklichter, drehende Rotorblätter und ein realistisches Cockpit, bis hin zum Tankstutzen, der Tante Paulas Himbeersaft bevorzugte. Eben mit diesem Flievertüt machten sich die beiden auf ins Abenteuer. Der Erfinderjunge Tobias Findeisen ist voller Erfindergeist und hingerissen, als er eines Nachts von Roboter Robby heimgesucht wird. Dieser hat bereits heimlich die Konstruktionspläne des Flievertüts nachgebaut und sucht nun einen Freund, der ihm bei seinen 3 Prüfungsaufgaben hilft und findet diesen in Tobby. Die Verbindung von einem kleinen Roboter und einem Jungen. Dass der kleine Roboter wie ein Mensch fast wirkt, das war für mich selbstverständlich als Kind. Warum nicht? Wir haben ihn aus Karton gebaut, den Robby. Auch das hat mein Vater dann übernommen. Mit Augen und diesem Mund, der aussieht, als würde er Metall zerbeißen. Robby, der die 3. Roboterklasse besucht, ist irgendwie Maschine und Mensch zugleich. Er hat zahlreiche technische Highlights zu bieten, ein Röntgenauge, ein Teleskoparm, eine Grundausstattung an hilfreichem Roboterwerkzeug, klappbare Augenbrauen, eine Mundrolle, die seine Stimmung anzeigt und hat bereits die Prüfung im Fliegen abgelegt.
Dies hilft ihm, das Flievertü zu steuern, um die erste Prüfungsaufgabe zu lösen. Den schwarz-gelb geringelten Leuchtturm mit dem Leuchtturmwärter Matthias, der nur selten Gäste empfängt und alle Register der Gastfreundschaft zieht. Delphine Fridolin zieht das Flievertüt im Wasser weiter zum Nordpol, wo die beiden die zweite Aufgabe lösen und einen neuen Treibstoff für ihr Gefährt finden. Waldran, da der Himbeersaft bereits am Leuchtturm schon verbraucht war. Auf der Suche nach der dreieckigen Burg Plum Pudding Castle treffen sie auf Nessie, das Ungeheuer von Loch Ness und den schottischen Dorfpolizisten. In der Burg erleben sie weitere Abenteuer, treffen auf ein Heer von Ritterrüstungen und lösen das Geheimnis um den Zaubergrafen, den sie letztlich entzaubern und das Schloss befreien. Mit dem Flievertüt kehren Robby und Tobby erfolgreich nach ihren Abenteuern nach Tüdermoor zurück und die spannende Geschichte nimmt langsam ihr Ende. Als Bildhauer gestaltete Lawrence zahlreiche Skulpturen seiner Geschichten. Auch das Flievertüt und Robby realisierte er. Leider sind davon nur noch zwei Fotografien überliefert, die einen Eindruck zu diesem fantastischen Objekt vermitteln. In den vergangenen Jahren erschien die Geschichte als Hörbuch neu eingespielt und weitere Auflagen des Buches wurden gedruckt. Lawrence unternahm bundesweit rund 3000 Lesereisen, wo er seine Geschichten vorstellte und auf sehr humorvolle und lehrreiche Art zahlreiche Schülerinnen und Schüler von seinem Werk begeisterte. Es ist eigentlich so, dass der Name des Buches viel bekannter ist als der Name meines Vaters. Viele kennen das Buch, aber nicht den Namen Lawrence. In der Ausstellung dokumentieren Auszüge von Zuschriften, wie Lawrence Generationen mit seinem Buch und dem daraus entwickelten Film Robby, Tobby und das Flievertüt faszinierte und prägte.